Yo, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Inquisition. sorry, ja, das sollte eigentlich nicht so Dies sein. ist der Ort, Okay. an dem ihr aus dem Nichts getreten seid und von unseren Soldaten gefunden wurdet. Was ist das hier? Sie sagten, hinter euch im Riss sei eine Frau gewesen. Doch niemand weiß, wer sie war. Ist das ein Bug? Oder sind das so Statuen? Alle zücken erstmal die Waffen, nur weil ich hier so eine Statue angegriffen habe. Ich würde die gerade nochmal kurz unter die Lupe nehmen, weil das sieht ziemlich lustig aus. Als ob die am Knie brennen. Und die brennt komplett. Was ist das? Die Menschen? Dämonen? Ich kann es nicht genau zuordnen. Hier ist auch nochmal wieder so eine. Ach! Nee, wir sind ja hier genau am Riss und ich gehe davon aus, dass das Menschen sind, die ja durch diese Explosion oder was das war, ja versteinert oder eben in diesem Zustand gerichtet wurden, in dem sie gerade sind. Das ist natürlich nice. Und ja, ich würde sagen, ab durch die Mitte. Nein, mal gucken, was hier gerade so los ist. Ihr seid hier, dem Erbauer sei Dank. Liliana, lasst eure Männer um den Tempel herum Posten beziehen. Dies ist eure Chance, das alles zu beenden. Seid ihr bereit? Komme ich überhaupt da? Was? Komme ich überhaupt darauf? Sagt mir, was ich tun soll und. Oder ich werde es versuchen. Ich würde sagen, ja, wir bleiben dabei, keine großen Fragen zu stellen und ja, ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich sie erreichen, geschweige denn, ob ich sie schließen kann. Nein. Dieser Riss war der erste und er ist der Schlüssel. Schließt ihn, dann können wir vielleicht auch die Bresche schließen. Dann lasst uns einen Weg nach unten suchen und seid vorsichtig. Ich weiß nicht, aber ich habe irgendwie gerade das mulmige Gefühl, dass wir irgendwie in den Riss gesogen werden. Wir sind da rausgekommen und ich glaube, wir müssen noch wieder rein, um das alles zu beenden. Ich weiß es nicht, aber ich habe es so im Gefühl. Dies ist die Stunde unseres Sieges. Bringt mir das Opfer. Was ist das? Was für ein Opfer? Ich vermute die Person, die die Bresche erschaffen hat. Hier sind schon überall Soldaten postiert, perfekt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass man noch irgendwie die Möglichkeit hat, frei auszuwählen, was man machen muss. Ich sehe es, Varric. Aber was macht es? Weil wir ja mehr oder weniger momentan storygebunden sind. Wir nehmen den normalen Weg. Gerade überlegt, da runter zu springen, aber nee, wir nehmen den normalen Weg, weil Zeit. Ich wette, wir sind das Opfer. Okay, nein, die Frau. Ah! Die Frau, die hinter uns in dem Ding drin war, bestimmt. In dem Riss. Das könnte die sein. Ja, das kann gut sein. Mir entsinnt sich was. Hilfe! Jemand muss mir helfen! Was geht hier vor? Stimme und ihre Heiligkeit. Aber spielen. Was geht hier vor? Flieht, solange ihr noch könnt. Ihr müsst sie warnen. Wir haben einen Eindringling. Tötet den Elf. Wer waren die Angreifer? Und die Göttliche? Ist sie... War diese Vision die Wahrheit? Was sehen wir hier? Ich erinnere mich nicht.
Echos dessen, was hier geschehen ist. Das Nichts sickert in diesen Ort hinein. Dieser Riss ist nicht versiegelt, sondern verschlossen. Vorübergehend. Ich glaube, mit dem Mal kann der Riss geöffnet und dann sicher versiegelt werden. Allerdings dürfte die Öffnung des Risses einige Aufmerksamkeit erregen. Das heißt Dämonen. Achtung! Okay, wir müssen jetzt diesen Scheißriss öffnen und dann kämpfen und dann ihn wieder schließen. Oder beziehungsweise ihn dann durch dieses Öffnen schließen können. Ja, das hat was, das wird was, Freunde, ich sehe es schon. Das endet noch in der Katastrophe, ich bin nicht sicher. Ja! Alles klar. Was ist das denn für ein Vieh, Alter? Wir sind erst Level 3. Das sieht aus wie so ein Level 25 Kreatur. 55, Alter. 55. Das war bei 25. Okay, gut. Komm. Nice. Das ist der erste Bossgegner. Und, ja. Mach ich mir überhaupt Schaden? Hat der überhaupt schon Schaden bekommen? Kann der überhaupt Schaden nehmen? Der hat irgendwie eine... Ach so. Riss im Ne... Nee, hä, lol. Nice. Der ist gerade eingefroren. Bekommt deswegen irgendwie keinen Schaden. Oder so. Bam. Hat der überhaupt eine Live-Anzeige? Ich sehe ja nur diesen grauen. Ich glaube, man muss irgendwas machen, anstatt sinnlos drauf zu kloppen. Ich habe so ein Gefühl, aber ich. Abgekühlt. Ah. Ja. Dadurch bekommt er wahrscheinlich so ein weniger Kraft oder so. Genau, jetzt ist er verwundbar. Genau, perfekt. Jetzt können wir nämlich hier... Zack, 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 zack. Jetzt mal richtig schön angreifen. Gut, hier scheint er wieder verwundbar zu sein. Oder? Kann ich den Riss vielleicht wieder... Nee, er ist immer noch verwundbar. Okay, alles klar. Vielleicht, ob diese Attacke überhaupt irgendwie Schaden macht. Momentan habe ich sowieso keine... Möglichkeit, mein Mana oder wie es in diesem Spiel auch immer heißt, ist erschöpft. Bekommt nur ein Schaden, Alter, pro Hit. B. Bam. 3. Mhm. Okay, irgendwie scheint der irgendwas immun zu. Okay. Energie des Risses. Auf jeden Fall sind wir mit unserem Charakter ja schon aufgestiegen, ein Level. Ich hoffe, wir können noch mit den anderen Charakteren Level aufsteigen. Okay, wir müssen erstmal uns hier um diese Dämonen kümmern, weil... Und die sind immer diese kleinen listigen Viecher, die einem hinterher das Leben schwer machen. Aber es wird schon ein bisschen interessanter hier, das Spiel. Eine gewisse Herausforderung. Und ich gehe davon aus, wir müssen den Riss wieder... Nee, oder doch? Oder nicht? Nee. Wir müssen nochmal kurz hier den Riss, ein bisschen schließen. Jawohl, und jetzt scheint der Dämon wieder verwundbar... Jawohl. Perfekt. So, und B. Bam. Abgekühlt. Okay, er ist wieder... Ach ja, das war eine Geburt hier. Kann ich denn noch irgendwas machen? Nee. Jetzt aber gehe ich von aus. Und wir sollten gleich mal irgendwie einen Heiltrank usen. Ich weiß nicht, ob wir den Heiltrank... Ich weiß gar nicht, was ist, wenn einer von uns Gefährten stirbt. Weil, wenn ich sterbe, gut, dann wahrscheinlich nochmal von vorne anfangen. Aber ich kann ja meine Heiltränke benutzen. Ich weiß nicht, wie es mit den anderen aussieht. Okay, hier sind die Dämonen. Ich kümmere mich um die Dämonen. Zack, zack, zack. Easy going hier. Abgestochen und niedrige Gesundheit. Das heißt, ich sollte erstmal mir einen Heiltrank reinzwitschern. Okay, das Spiel wird natürlich angehalten. Jawohl. Kann ich den nicht usen? Warum das denn nicht? So, warte, ich bin halt irgendwie in der Pause. Ach so, er ist schon geheilt jetzt. Okay, nice, alles klar. Nein, ich spiele gerade was Falsches. So, ihn hier will ich spielen. Unser Mensch hier, den wir gemacht haben. So, er müsste erstmal den Receive jetzt.
Gut, jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander gewesen. Sorry dafür, aber kein Thema. Könnt ihr mir doch schon verzeihen, Freunde. Komm schon. Okay, jetzt. Ach, der ist ja schon gleich tot. Dachte, das dauert noch ein bisschen länger. Ah, komm, erstmal hier. Bam! Und jetzt schneiden wir ihn ein bisschen in den Fersen rum. Ja, okay, nochmal den Riss. Und dann sollte es auch schon gewesen sein. Wobei der Riss noch gar nicht möglich ist. Und zack. Zack. Und mal ein paar letzte Hiebe. Paar letzte Hiebe. Nein, okay, erst den Riss. Durch ihn durch eigentlich einfach so. Juckt ihn halt nicht. Aber jetzt. Schaffen wir's? Schaffen wir's? Ich hoffe, ich hoffe. Nice. Explosion scheint zurückzugehen. Wutz. Die sah gerade aus wie die von Bioshock. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Ich würde jetzt sagen, dass wir eine Frage stellen, was mich halt wirklich interessiert. Und zwar, warum seid ihr verängstigt? Warum seid ihr so verängstigt? Was ist passiert? Das war falsch, nicht wahr? Ich habe etwas Falsches gesagt. Ich denke nicht. Ich bitte euch untertänigst um Vergebung und euren Segen. Ich bin nur eine einfache Dienerin. Ihr seid wieder in Haven, my Lord. Sie sagen, ihr hättet uns gerettet. Die Bresche hat aufgehört zu wachsen. Genau wie das Mal auf eurer Hand. Seit 3 Tagen redet niemand mehr von irgendwas anderem. Ich würde immer noch. Mich interessiert das halt gerade ein bisschen, deswegen würde ich sagen, sie sind zufrieden. Wollt ihr etwa sagen, sie sind zufrieden mit mir? Ich sage lediglich, was ich gehört habe. Ich wollte damit nichts andeuten. Lady Cassandra wünscht gewiss zu erfahren, dass ihr wach seid. Sie sagte umgehend. Und sie ist... wo? In der Kirche. Mit dem Lordkanzler. Umgehend hat sie gesagt. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, ja, wir haben mehr oder weniger ein Kapitel gerade beendet, und zwar diesen Riss geschlossen. Und, ja, unsere Gefährten sind auch nicht mehr da. Wir sitzen jetzt hier, haben noch eine Kiste hingestellt bekommen. Mit einer Elfenwurzel. Ich würde sagen, wir beenden die Folge hier, auch wenn der Part noch nicht regulär zu Ende ist. Okay. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Haut raus. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ciao, ciao.